Also es sind nach wie vor, ist unser Kenntnisstand, dass es zwei positiv gemeldete Fälle sind. Wir warten auf weitere Ergebnisse von den Abstrichen bei Patienten, aber auch Mitarbeitern. Und aktuell laufen die Maßnahmen wie mit den Behörden abgestimmt weiter. Wir versuchen einfach, die Patienten zu entlassen. Im Moment läuft auch gerade da ein weiterer Entlassart. Das heißt, je nach qualitativer Stufe gibt es Entlassungen, die eben mit dem Taxi, hier stehen auch Taxen rum, nach Hause fahren, oder eben bestimmte Personen sollen eben mit höherem Infektionsschutz nach Hause gebracht werden. Und das läuft im Moment, wie verabredet, ganz normal sein dann. Wir fahren, wie gesagt, geplant nach unten. Dann machen wir uns wieder handlungsfähig und stehen bereit für alles, was behördlich eben auch weiter kommen wird. Und ich denke, da wird uns in den nächsten Tagen wird es neue Entscheidungen geben. Und so eine gute Reha-Klinik wie wir wird absolut unverzichtbar bleiben, wie viele andere Kollegen auch.